Jetzt beim Tagesordnungspunkt 2619. Einrichtung einer separaten Fahrspur für den Straßenbahnverkehr auf der Tolkewitzer Straße als befristeten Verkehrsversuch gestalten sowie begleitende Maßnahmen überschrieben. Einreicher dieses Antrages ist die CDU-Fraktion, die uns ihn mal gerne gleich nahebringen kann, inklusive ihres eigenen Ergänzungsantrages. Dann habe ich einen Ergänzungsantrag AfD, der separat oder dann eben Fraktionsrunde, das müssten Sie mir noch signalisieren. Und ich sage Ihnen schon mal, Fraktionsrunde würde dann beginnen mit Fraktion Die Linke, Herr Wirtz, dass Sie sich entsprechend vorbereiten können. Und jetzt Herr Böhm zur Einbringung. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, Sie sehen, ich habe schon hier vorne gewartet, um das Thema zu beschleunigen. Beim Thema Beschleunigung sind wir gleich an der richtigen Stelle. Der Stadtrat hat ja an verschiedenen Stellen beschlossen, dass der ÖPNV in Dresden beschleunigt werden soll. Was er allerdings nicht beschlossen hat, ist, dass der MIV über Gebühr dadurch verlangsamt wird. Das ist nicht Teil des Beschlusses gewesen. Habe ich ja gerade doch gehört. Okay. Nun ist es ja so, dass eines der Themenfelder diese Tolkewitzer Straße ist in Richtung Schillerplatz, wo wir nun als Stadt ein separates Gleisbett eingerichtet hat. Das hat die Situation dort nicht unbedingt verbessert für den MIV. Damit müssen wir jetzt leben. Also das Thema Verkehrsversuch für ein halbes Jahr, das haben wir ja nun schon fast erlebt. Wir hätten uns gewünscht, dass das ganze Thema etwas stärker begleitet wird für die Stadt. Und machen wir uns nichts vor. Und das ist das zentrale Problem. Am Schillerplatz haben wir viel zu viel Verkehr. Ja, da ist es egal, aus welcher Richtung. Wir haben viel zu viel Verkehr. Das heißt, wenn man am Schillerplatz eine Lösung finden will, muss man Verkehrsmenge reduzieren, insbesondere in den Spitzenstunden. Und das kann man aktuell durch Verbote. Man kann es allerdings auch durch intelligente Verkehrssysteme. Und dort wünschen wir uns, und das ist sozusagen unser Punkt 2, dass sozusagen mit einer modernen Verkehrsbeeinflussungsanlage in Verbindung mit einer gescheiten Ampelsteuerung im weiteren Verlauf dann der Verkehr sozusagen von der Tolkewitzer Straße schon am Wasserwerk abgeleitet wird und den Leuten mitgeteilt wird, wenn ihr jetzt Richtung Innenstadt über den Schillerplatz fahrt, dann dauert das eine Stunde und wenn ihr über die Schandauer fahrt, dann ist das vielleicht in 25 Minuten erledigt. Das könnte tatsächlich dort zu einer gewissen Entzerrung am Schillerplatz führen. Nun ist es aber so, dass wir ja vernommen haben, dass unser Baubürgermeister ja Radwege einrichten will auf dem Blauen Wunder. Und da habe ich mir so gedacht, was hat das denn für Auswirkungen? Und habe ihn doch mal gefragt mit einer schriftlichen Anfrage, was das denn bedeuten wird, was das denn bedeuten wird für die DVB insbesondere, die da über die Grundstraße runterkommen mit mehreren Bussen und aus Pillnitz. Ja, was bedeutet das, wenn wir am Knotenpunkt Schillerplatz Veränderungen vornehmen? Und da bekam ich jetzt die freundliche Auskunft vom Kollegen Kühn, dass alles viel, viel besser wird. Der MIV wird von Loschwitz rüber sogar noch schneller sein. Und wir lösen das ganze Problem jetzt, indem wir die Abfertigungsqualität der querenden Straßen abändern. Und da sind wir wieder bei der Tolkewitzer Straße. Also wir haben ja jetzt schon dort eine gewisse Verkehrsberuhigung, die relativ intensiv ist. Und das werden wir jetzt noch mal mehr beruhigen. Es wird also noch weniger, die Geschwindigkeit wird dort wahrscheinlich noch geringer werden. Und wir werden zum Schluss, und das ist das Problem, für alle Nachteile haben. Es wird für den MIV und auch für den ÖPNV Nachteile geben. Wenn wir den Knotenpunkt Schillerplatz anfassen und dort eine Spur wegnehmen, dann wird das bedeuten, dass es aus Loschwitz langsamer wird und es wird auf der eh schon sehr verlangsamten Tolkewitzer Straße noch langsamer werden. Es wird auch den ÖPNV, sprich die Straßenbahn auf der Tolkewitzer Straße betreffen, weil wenn sich es bis zum Wasserwerk dann staut, dann ist es dann auch an den Engstellen mit dem Vorbeifahren mit der Straßenbahn schlecht, auch das Abbiegen mit der Straßenbahn am Schillerplatz. Also, wenn ich mir jetzt so überlege, was uns Professor Köttnitz mit seinen Verkehrsplanern 10 Jahre lang erzählt hat, dann war das ein No-Go, diesen Punkt anzufassen.
Mich würde dann schon interessieren, zum Schluss, mein lieber Kollege Kühn, vielleicht etwas genauer als bei dieser minimalen Antwort, die Sie mir gestellt haben, die Sie mir geschrieben haben, auf sehr viele Fragestellungen, wie Sie sich das vorstellen mit der Abwicklung dort. Die DVB hat ja da auch ein sehr differenziertes Meinungsbild. In der letzten Aufsichtsratssitzung hat sich die DVB also mehr als zurückhaltend geäußert. Und jetzt mal zur Ehrlichkeit. Was löst dort das Problem? Es gibt langfristig nur eine Lösung, indem wir, das ist ein Antrag von uns, der ist ja schon im Geschäftsgang, dass wir uns nach einer zusätzlichen Straßenbrücke umschauen und die irgendwann in den nächsten 20 Jahren dort hoffentlich mal gebaut wird, also geplant und dann gebaut wird. Das Ganze wird dann dazu führen, dass dann das blaue Wunder nur noch für Rad- und Fußverkehr ist. Und bis dahin, wenn man wirklich was für den Radverkehr tun will, dann ist es sozusagen, gibt es nur eine Möglichkeit und über die muss man irgendwann mal diskutieren, indem wir vielleicht eine Interimsbrücke finden, die da irgendwo über die Elbe führt, weil solange der Radverkehr am Knotenpunkt Schillerplatz da ist, ist das Hemd für alle zu kurz. Und wenn wir sozusagen den Status quo so halbwegs erhalten wollen, nämlich nicht nur für den MIV, sondern auch für den ÖPNV, mein lieber Oberbürgermeister, dann sorgen Sie bitte dazu, helfen Sie bitte dem Kollegen Kühn, dass er da keinen Fehler macht und ich sage mal, wir dann in Rückbaumaßnahmen kommen, denn wir haben ja alle gemerkt, und das ist mein letzter Satz jetzt, mit den letzten Verkehrsplanungen war ja nicht so glücklich. Also wenn der Stadtrat sich nicht eingeschaltet hätte bei der Bodenbacher Straße, da hätten wir dort beim ÖPNV ein Riesenproblem. Ich sage mal, die Abmarkierung Fetscherstraße mit den Bussen, das ist bis jetzt noch nicht gelöst. Es wäre schön, wenn Sie den Stadtrat beteiligen, weil Sie sehen ja gerade bei der Bodenbacher Straße, wenn Sie unsere Expertise nutzen, hilft das manchmal. Also ich würde Sie bitten. Aber es ist ein ganz schön langer Schachtelzeit jetzt hier, der Letzte. Ja, ich bin ja erst in der Eindringung, ich komme dann nochmal. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Wirtz, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträter, liebe Mitbürgerinnen und Bürger, auf der Tolkewitzer Straße wird ein Gleis für den Autoverkehr auf der zweiten Reihe abmarkiert, damit die Straßenbahnen nicht stecken bleiben, sondern an Autos vorbeifahren können. Und der Reflex ist Schnappatmung, Aufregung, Zeitungsartikel, Fotos. Und was ist eigentlich passiert? Es ist nichts passiert. Denn ein entscheidendes Argument fehlt, nämlich dass die weiterhin uneingeschränkt vorhandenen Abzweig- und Abbiegebeziehungen am Blauen Wunder Richtung Stadt, also auf der Rechtsabbiegerspur auf das Blaue Wunder und auf der linken Spur im Prinzip weiter Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer, dann am Blasewitzer Rathaus vorbei, dass dort im Prinzip diese Kreuzung leer läuft. Das heißt, dass der nachrückende Verkehr durch diese beiden Spuren aufgehalten wird. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, kann man sich hinstellen, kann man beobachten. Die Leistungsfähigkeit der Kreuzung wird weiter voll abgerufen. Damit gibt es dort kein verkehrstechnisches Problem. Punkt. Das ist genau das Gleiche wie bei der Albertstraße. Sie rufen dauernd Alarm und dann ist immer nichts. Ja, diese Radspur dort auf der Albertstraße, die hat niemandem wehgetan, weil es ist das eingetreten, was wir immer gesagt haben als Linke. Wenn im Hauptverkehr über die Carola-Brücke die Albertstraße nur einspurig angefahren werden kann, dann nützen ihnen die zwei Spuren dort nichts. Natürlich ist es für den, der gerne 80 in der Stadt fährt, die Möglichkeit, dort illegal den 50-Fahrenden zu überholen. Klar, dieser sportliche Aspekt des Autofahrens in der Stadt fällt dann weg, aber der ist auch nicht legal, den wollen wir dann auch nicht haben. Insofern der kleine Vorteil für die Bahn, und es ist auf der Fetscherstraße genauso, dort gibt es genauso die Möglichkeit, vorne an der Blasewitzer Straße sich in die zweite Reihe zu stellen. Das machen auch einige, wenn die nämlich hinter der Kreuzung nicht mehr auf die rechte Spur draufkommen, fahren die dann vor und werden reingelassen. Das machen aber nicht alle und es machen nicht regelmäßig alle. Das heißt, dort ist auch beim Autofahrer erkennbar, dass denn eigentlich lästig ist, wenn dort einige Leute so ihren Vorteil suchen und dort im Prinzip an denen, die dort geduldig warten, vorbeifahren, so um ihre 10 Autolängen abzuschneiden. Das heißt, insofern ist diese Abmarkierung nicht nur gut für die DVB, dass die Straßenbahn schneller an diesen wartenden Autos vorbeikommt, die sowieso warten müssen, weil die Kreuzung vorne nicht leistungsfähiger ist, sondern ist auch gut für den Autoverkehr, weil nämlich dort diejenigen, die geduldig warten, nicht mehr durch die geschnitten werden, die dort im Prinzip auf der zweiten Reihe die Drängler spielen. Insofern dient es auch der Ordnung und der Sicherheit des Verkehrs. Insofern können wir dort dieser
Deklaration einer verkehrsrechtlichen Anordnung, auf die wir als Stadtrat sowieso aus gutem Grund keinen Zugriff haben, zum Verkehrsversuch auch nicht folgen. Der Verkehrsversuch hat stattgefunden, er ist aus unserer Sicht erfolgreich verlaufen. Insofern können wir den Punkten 1 und 2 nicht zustimmen. Zumal der Punkt 2, intelligente Verkehrssysteme, auch ein Stück weit aus der Luft gegriffen ist. Es gibt an solchen intensiv genutzten Kreuzungen wie am Schillerplatz im Prinzip immer das, wenn man es nach dem Paradoxon der Ampelkreuzung, es gibt nur zwei Beschwerden. Die Grünphasen sind zu kurz und die Rotphasen sind zu lang. Und Sie können das immer nur über Kreuz klären und Sie ziehen dann halt die Decke von den Füßen zur Nase. Frieren Sie an den Füßen oder eben umgedreht, dann frieren Sie an der Nase. Jetzt aber zum Punkt 3 Ihres Antrages, und den finden wir als Linke dann doch interessant. Nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn aufgrund der Radwege, die wir auf dem Blauen Wunder ausdrücklich begrüßen würden, wenn sie denn kämen, und die kommen auch, und das begrüßen wir, was passiert eigentlich, wenn dort eine Spur entfernt wird? Also wenn dort eine Abbiegebeziehung zum Beispiel nach rechts reduziert wird in eine Rechts- und Geradeausspur oder die Linksabspiegelspuren weggenommen werden, ist dann diese Ampelkreuzung, ist die noch leistungsfähig genug, um den Verkehr Richtung Stadt von Blauen Wunder Richtung Stadt abzuwickeln? Und diese Frage sollte, bevor dort im Prinzip etwas getan wird, beantwortet werden. Insofern werden wir den Punkt 3 unterstützen, Punkt 1 und 2 nicht. Und denken mal, es ist immer gut, wenn im Prinzip solche Dinge geschehen, uns passiert nichts, dann müssen wir auch nicht weiter Alarm rufen. Das ist irgendwann mal passiert, dass dann das schon mal berechtigt vielleicht ein Fehler gemacht wird, die Leistungsfähigkeit einer verkehrlichen Anlage nicht mehr da ist, Sicherheit nicht gewährleistet ist. Und dann, wenn man dann 10-mal im Prinzip laut geschrien hat und das 11. Mal im Prinzip immer noch schreit, dann ist es berechtigt und 10-mal umsonst, dann hört man dann das 11. Mal nicht mehr. Also man muss dann wirklich aufpassen, wann erhebe ich meine Stimme und wann sage ich eigentlich, diese Maßnahme ist eigentlich für die DVB gut und den anderen schaden sie nicht. Diese Maßnahme ist für den Radverkehr gut und den anderen schadet es eigentlich nicht. Diese Sachlichkeit und dieses Vermitteln von Interessen, das wünschen wir uns eigentlich hier, weil wir denken, dass in verkehrspolitischen Diskussionen die Polarisierung für alle nur Schaden verursacht und der sachlichen Diskussion dieser Fragen nicht dienlich ist. Vielen Dank. So, wir machen weiter in der Fraktionsrunde. SPD das Wort gewünscht? Ja, Herr Engel, bitte. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tolkewitzer Straße ist natürlich ein Thema, was die Gemüter ziemlich erregt hat, wo man aber jetzt, glaube ich, schon auch noch mal einen ersten Zwischenstrich auch ziehen kann. Und aus Sicht unserer Fraktion sind die Resultate durchaus auch positiv zu beurteilen. Das haben ja auch die DVB relativ umfangreich auch schon dargestellt. Wir haben bei den Straßenbahnlinien 6 und 12, die dort ja fahren, tatsächlich erhebliche Verbesserungen, insbesondere im Spitzenverkehr mittlerweile. Die beiden Linien haben dort ungefähr eine Fahrgastresonanz von ein bisschen mehr als 6.000 Fahrgästen pro Tag, also schon durchaus eine ganze Menge. Und wir haben es tatsächlich geschafft, durch diese Abmarkierung die Verspätungsanfälligkeit dieser beiden Linien deutlich zu senken. Weil wir hatten bisher wirklich das Phänomen, dass in den Spitzenstunden sich die Bahn da hinten eingereiht haben, Umläufe zum Teil nicht mehr funktioniert hat und die Leute selbst am anderen Stadtende dann mit Verspätungen konfrontiert waren, die am Schillerplatz entstanden sind. Und das haben wir tatsächlich mit dieser Maßnahme ein Stück weit entschärft. Sicherlich noch nicht hundertprozentig, aber die Situation hat sich laut Aussage der DVB deutlich gebessert. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Stadtverwaltung bei dem Thema auch an anderen Stellen dranbleibt und konsequent solche Maßnahmen auch vorantreibt. Natürlich mit einem gewissen Verstand, mit einem gewissen Augenmaß, aber da bin ich doch immer ganz guter Dinge, insbesondere wenn Herr Böhm so auf Herrn Kühn achtet. Das ist doch immer freudig. Ich würde noch mal ein bisschen auf das eingehen, was die CDU jetzt hier vorschlägt. Also Punkt 1 ist aus unserer Sicht Schaumschlägerei. Also ich sage mal so, diesen Verkehrsversuch machen wir gerade, wir können es uns anschauen. Punkt 2 kann man aus unserer Sicht schon sich noch mal genauer anschauen. Ich würde ehrlicherweise aber die Auswirkungen einer solchen, ich sag mal so, Verkehrsorganisation, die da schon am Wasserwerk Tolkewitz beginnt, jetzt auch nicht überschätzen. Also Wunder wird das keine bringen. Dafür sind die Verkehrsbeziehungen, glaube ich, sehr, sehr stark eingeübt in unserer Stadt. Punkt 3, den Sie jetzt in einem Ergänzungsantrag noch vorschlagen, der hat aus meiner Sicht schon auch einen wahren Kern. Weil wir haben ja den Schillerplatz schon seit vielen Jahren auch als Verkehrsthema hier im Stadtrat.
Und die Stadtverwaltung hatte ja schon mal vor Jahren eine verkehrstechnische Untersuchung auch angekündigt. Ich glaube, 2017, 18 rum war das. Und da, diese sollte eigentlich immer den Gremien mal vorgestellt werden. Sie hat aber die Gremien nie erreicht. Ich habe dann auch mal bei der Verwaltung nachgefragt, na, wie schaut es denn aus, können wir uns das mal angucken, weil es ist ja ein komplexer Knoten, vielleicht haben wir ja auch noch kluge Ideen, die wir da mit einbringen können. Diese Untersuchung haben wir bis heute nicht gesehen. Und ich fände es schon gut, dass man eine sachliche Grundlage hat, auf der man dann auch diskutieren kann. Ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert, aber ich will schon vermeiden, dass wir mit einer Verbesserung an der einen Stelle zum Beispiel dann große Verschlechterungen an anderer Stelle erzeugen. Also dass zum Beispiel die Linien 6 und 12 dann doch wieder ausgebremst werden oder dass wir zum Beispiel beim Fußverkehr mit längeren Rotzeiten konfrontiert sind und so weiter und so fort. Das sind Themen, die muss man sich anschauen und wenn die Verwaltung das uns sachlich und gut darlegen kann, dann spricht aus unserer Sicht auch nichts dagegen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir das so differenziert heute hier auch angehen. Bin ein bisschen irritiert über die Einbringung von Herrn Böhm noch, weil der Punkt 3, den Sie skizziert haben, der ist ja durchaus sachlich berechtigt, aber Sie haben so ein Stück weit schon die Ihnen ja die Ergebnisse, die Sie erwarten, vorweggenommen. Und das ist ein bisschen aus meiner Sicht schwierig. Der Punkt, so wie er hier beschrieben ist, ist gut, aber trotzdem sollten wir, glaube ich, dann auch offen und sachlich uns die Ergebnisse angucken und nicht mit der jeweiligen parteipolitischen Brille, um da wirklich zu einer sinnvollen Gesamtlösung zu kommen. Danke. Als nächste Fraktion, FDP-Fraktion, Herr Zastrow. So, also eigentlich habe ich gar keine Lust. Immer die gleichen Debatten. Dass das eine völlig verfehlte Verkehrspolitik ist, das wissen wir ja alle. Also aus meiner Sicht. Genau. Und deswegen, lieber Jens Matthies, ich will ja auch niemanden hier langweilen, aber meine Kontrahenten hier vorne, die haben das aber nie erkannt. Die langweilen mich ja wiederum auch immer permanent durch dieselben Botschaften. Deswegen tue ich mich ernsthaft ein bisschen schwer, weil sowieso jeder weiß, wo wir als FDP bei dieser Sache stehen. Und ich will es hier klar sagen, entscheiden muss das der Wähler nächstes Jahr bei der Kommunalwahl. Weil das wird ein ganz großes Thema sein. Und über die Leistungsbilanz vom Kollegen Stefan Kühn müssen wir einfach die Bürgerinnen und Bürger befragen und abstimmen lassen. Das ist die einzige Chance, weil hier im Stadtrat rede ich mich wund. Und das wollen wir ja alle nicht. Deswegen nur ein paar ganz wenige. Ich will ja gar nicht die Grundsatzdebatte über Verkehrspolitik in Dresden führen. Ich glaube, die hatten wir heute noch mehr Tagesordnungspunkte. Da können wir es dann auch wieder, Frau Krause, wieder so machen. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Steile These, lieber Kollege Wirtz, dass das gut für den ÖPNV ist, glaube ich, gut für den Autoverkehr ist es nicht, definitiv nicht, gleich gar nicht gut für die Anwohner, weil wenn Sie dort Menschen fragen, die dort in dem Quartier wohnen, zwischen Tolkewitzer und Schandauer Straße, dann werden die Ihnen eines alle sagen, nämlich, dass der Verkehr in den Nebenstraßen zugenommen hat. Wir verdrängen den Verkehr von der Tolkewitzer Straße in die Nebenstraßen. Das kann man wollen. Na, unsere Verkehrspolitik wäre es nicht, weil wir immer gesagt haben, die Nebenstraßen frei halten, dafür leistungsfähige Hauptstraßen, möglichst für alle Verkehrsteilnehmer. Da gibt es Konflikte. Am Schillerplatz ganz, ganz schwierige, wissen wir. Wer den meiden kann, auch ich, umfahre den weiträumig, weil du immer dort stehst. Aber das ist vielleicht ein unterschiedlicher Ansatz. Deswegen, dass die Leute dort glücklich sind mit diesem Verkehrsversuch, das glaube ich nicht. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Ich bin mir auch nicht sicher bei den Vorschlägen der Stadtverwaltung, vor allem, was unsere Verkehrsplaner machen, dass man dem immer so folgen sollte. Sondern ich habe so ein paar Indizien so aus der jüngeren Vergangenheit auch nur, dass ich äußerst skeptisch sein muss, dass das, was die uns vorschlagen, funktioniert. Das Beispiel Bodenbacher Straße, haben wir was Historisches geschafft, lieber Stefan, wirklich, dass alle unisono eine Vorlage ablehnen, das gab es, glaube ich, noch nie. Also selbst von Grün bis wir, also das gab es überhaupt noch nie. Das ist ja etwas für das Geschichtsbuch dieser Stadt. Dummerweise steht das aber ein Stück weit für die Qualität in dem Bereich, den wir haben. Ich will nochmal bei der Bodenbacher Sache sagen, das war damals, als die Straße so gebaut wurde, wie sie jetzt ist, das große Fortschrittsprojekt in moderner Verkehrsplanung.
Da standen alle da und haben gesagt, genau so muss es sein, eigenes Gleisbett. Ich fand das damals schon schwierig. Wir haben als FDP uns schon kritisch dazu positioniert. Aber das war übrigens auch aus Klimagründen und auch für den Radverkehr, war das die Lösung. Heute erfahren wir mit einmal überhaupt nicht die Lösung. Ganz furchtbar, was damals gemacht ist. Das beerdigen wir. Heute zählt was ganz anderes. Deswegen bin ich ganz skeptisch über den Fetscherplatz und die Petitesse, die da gerade passiert ist mit der Anordnung der Radwege und der Nichtberücksichtigung der Buslängen. Das ist schon besonders schräg. Da sitzen hochbezahlte Leute, die kriegen jetzt wieder mehr, ne? Die streiken ja, die kriegen wieder richtig fett mehr Geld. Die sitzen dort in Bataillonsstärke, in Ausschüssen sitzen die auch da hinten in Bataillonsstärke jedes Mal. Die sitzen ja anders als wir nie in unserer Freizeit, sondern die werden alle bezahlt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, darf sowas eigentlich nie passieren. Deswegen ist es schon wichtig, zuzugucken, genau hinzuschauen. Und einer These möchte ich auch widersprechen. Die Zeit läuft übrigens hier nie, deswegen drehe ich mich gerade um. Ach, hier läuft sie, rechts. Ich gucke immer nur nach links. Also, das mit dem Alarmrufen, lieber Kollege Wirz, ja, das stimmt schon, wenn man es nur so ganz, nur so in diesen Auszug nimmt wie Sie. Ich rufe aber bei der Albertstraße durchaus Alarm aus zwei Gründen. Erstens, das geht ja, wenn wir Pech haben, an der Großen Meißner weiter. Und spätestens dann haben wir an der Kreuzung Carola-Platz ein anderes Problem zu lösen. Und das Zweite ist, ich gucke natürlich immer ganz genau hin, was wurde mir denn damals versprochen, als man gesagt hat, Albertstraße. Und da gab es eine ganz große These, die Radfahrer werden die Albertstraße nutzen wie verrückt. Machen Sie ja gar nicht. Das ist ja lächerlich, was dort fährt. Das, was Sie machen, damals Ihre Begründung, liebe Kollegen von Grün, war gewesen, ja, die Hauptstraße wäre ja ganz ungeeignet als Radverkehrsroute, deswegen Albertstraße. Dem kann ich was abgewinnen. Wissen Sie, was noch ist? Die armen Fußgänger auf der Hauptstraße, die ja gegenüber dem Radverkehr im schönsten Dresdner Fußgängerboulevard hoffnungslos ausgeliefert sind, oder die Hasenjagd, und zwar immer und immer wieder. Schluss. Das hat sich nie geändert. Die fahren jetzt auf allen Routen und nehmen überhaupt keine Rücksicht auf andere, meine Damen und Herren. Ich glaube schon, man muss schon genau gucken. Und wenn wir sehen, was auf der Bautzenstraße passiert ist, lieber Kollege Wirz, bin ich gespannt, wie Sie das einschätzen. Denn wenn dieser Unsinn mit dem Radweg oben an den Schlössern, wo es einen Radweg hochgelegt, super sicher, hoch auf dem Berg gibt, den sowieso keiner nutzt, meine Damen und Herren, und jetzt die Autospur weggenommen werden sollen, das schlägt dem Fass den Boden aus. Aber das diskutieren wir dann bei anderer Gelegenheit noch mal weiter. Da habe ich die Redezeit doch gut eingehalten. Dankeschön. Als nächstes Freie Wähler, Freie Bürger, wird das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Es wurde ja bereits gesagt, die Sperrung der Geradeausspur für den Pkw-Verkehr hat ja die Gemüter vor einiger Zeit ziemlich stark erhitzt. Damals wurde ja mit dem vorgeschobenen Argument der ÖPNV-Beschleunigung dort argumentiert, auch gegenüber der Landesdirektion. Wie ernst es am Ende wirklich mit der ÖPNV-Beschleunigung dem Herrn Baubürgermeister ist, sieht man ja dann an der Bodenbacher Straße. Und dort sollten ja laut Plänen der Verwaltung genau die Zeit wieder verloren werden für den ÖPNV, die am Schillerplatz hätte gewonnen werden können. Stellt man also diese beiden Projekte, also Bodenbacher Straße und Teugelwitzer Straße, nebeneinander, kürzt sich die ÖPNV-Beschleunigung de facto weg. Im Gegensatz dazu potenziert sich das eigentliche Interesse von Herrn Kühn, nämlich das Autofahren in Dresden so unattraktiv wie möglich zu gestalten. Grüne machen grüne Sachen, wen wundert's? Man muss Herrn Kühn jedoch zugutehalten, dass zumindest die frühzeitige Information und Kommunikation im hier vorliegenden Fall weitaus besser funktioniert hat, als in der Vergangenheit regelmäßig der Fall war. Ich sage nur Stichwort Kleinschafe zur Ufer. Diese positive Lernkurve möchte ich hier ausdrücklich loben, ändert aber nichts daran, dass diese Maßnahme selbst unausgegoren ist. Der hier vorliegende Antrag zielt darauf ab, die Auswirkungen dieser Maßnahme als Verkehrsversuch zu betrachten und zunächst zu untersuchen, bevor der Wegfall dieser gerade Ausspur auf der Teugelwitzer Straße endgültig wird. Diesem Ansinnen schließen wir uns selbstverständlich an. Wo wir jedoch nicht mitgehen können, ist der Punkt 2 im Beschlussvorschlag. Den Verkehr weiträumig um den Schillerplatz herumzuleiten und die damit bestehende Problemlage zu verlagern und an anderer Stelle Probleme zu erzeugen, können wir nicht mitgehen, denn damit werden keine Probleme gelöst. Nun bin ich durch diese Maßnahme auf der Teugelwitzer Straße selbst betroffen. Ich fahre die Strecke von Laubegast über den Schillerplatz täglich und ich musste überraschend feststellen,
dass dieses Verkehrschaos, also welches am Schillerplatz infolge des Wegfalls dieser Fahrspur normalerweise hätte eintreten müssen, tatsächlich, Herr Wirtz hat es ja bereits gesagt, so in dieser Form nur selten entsteht. Das hat mich etwas verwundert, genauso wie der Umstand, dass das Verkehrsaufkommen am Schillerplatz von einem Tag auf den anderen derart drastisch zurückgegangen ist. Schaut man sich jedoch die Gesamtfahrzeit an, die man von Laubegast über den Schillerplatz braucht, hat sich die Fahrzeit dennoch verlängert. Komischerweise wartet man nun am Wasserwerk Tolkewitz als Rechtsabbieger deutlich länger auf den grünen Pfeil und auffällig oft muss man an einer roten Ampel an der Gustav-Freitag-Straße warten, wo aus der Gustav-Freitag-Straße kein einziges Fahrzeug kommt. Der Verdacht, dass hier die Schaltzeiten der Lichtsignalanlagen auf den Hauptstraßen rund um den Schillerplatz so angepasst wurden, dass sie als eine Art Gatekeeper funktionieren, um so den befürchteten chaotischen Zustände am Schillerplatz zu vermeiden, drängt sich hier dringend auf. Nächste Mal. Deshalb haben wir diesen Änderungsantrag eingebracht, denn im Zuge der Ausweitung dieses Verkehrsversuchs sollten alle Maßnahmen, die im Zuge dieser Änderung stattgefunden haben, berücksichtigt werden, nicht nur auf der Tolkewitzer Straße selbst, sondern auch im direkten weiteren Umfeld. Im Umfeld, genau, also sprich im Wasserwerk Tolkewitz und auch die anderen Kreuzungen, Altenberger Platz etc. Und das ist unser Ergänzungsantrag und deswegen bitten wir hier um Zustimmung. Vielen Dank. Also, weiter bitte ich noch um die punktweise Abstimmung. So, dann kommen wir zum Schluss der Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, heute ist der Tag der Verkehrspolitik. Herr Wirtz hat vorhin schon einiges Richtiges gesagt, da kann ich mich anschließen. Ich bin aber in Bezug auf sondern Loschwitzer Brücke, Entschuldigung, anderer Stadtteil mit L, anderer Ansicht. Ich finde es bemerkenswert und sehr schön, dass die CDU-Fraktion anerkannt hat, dass für den Radverkehr auf dem blauen Wunder was passieren muss. Das hat der Stadtrat auch von vor 20 Jahren beschlossen, dass es Radstreifen geben soll auf dem blauen Wunder und ich finde, es wird Zeit, dass wir es umsetzen. Jetzt wird darum gebeten, dass nochmal untersucht werden soll, ob es denn nun wirklich und tatsächlich funktionieren kann. Soweit mir bekannt ist, hat die Stadtverwaltung an diesen Themen bereits gearbeitet und ich glaube, es ist mehr oder weniger unschädlich, das jetzt nochmal zu beschließen. Ich würde meiner Fraktion dann jetzt eine Enthaltung empfehlen, weil üblicherweise ist ja dieses, wir beauftragen die Verwaltung nochmal mit einer neuen Aufgabe, auch nicht so das Kerngebiet der CDU. Da werden wir immer dafür gescholten, wenn wir sowas vorschlagen. Und wie gesagt, glaube ich, ist die Arbeit schon getan. Da möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken bei der Stadtverwaltung. Ich finde es auch spannend, dass dann immer von allen im Verkehr gesprochen wird, aber Sie haben vergessen, die Radfahrer zu erwähnen. Es geht um MIV, es geht um den ÖPNV, aber dass für den Radverkehr auch eine Verbesserung eintreten soll, das haben Sie hier einfach unterschlagen. Das finde ich schade und das brauchen wir aber an der Stelle. Denn was ist auf dem blauen Wunder die Situation? Die meisten Leute, die ich kenne, fahren dort nicht auf der Fahrbahn, weil sie sich das nicht trauen, aber sie müssten das tun, denn der Gehweg ist ein Gehweg und dort darf man nicht Fahrrad fahren. Das weiß eigentlich jeder, aber es hält sich dort eben nicht jeder dran. Viele Leute sagen mir auch, dann lasse ich mich halt von der Polizei anhalten, dann bezahle ich eben die Strafe, es ist mir zu gefährlich auf der Straße. Und das ist ein Zustand, den man eigentlich nicht tolerieren kann. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir jetzt dort in die Vorhand kommen und die Radstreifen anlegen wollen. Zur Tolkewitzer Straße, ja, da gibt es natürlich Auswirkungen. Und ich verstehe auch den Beschlusspunkt 2 ehrlich gesagt nicht so richtig, denn ich glaube, die Dresdnerinnen und Dresdner, wie sagt man hier so schön, die sind Fischeland. Die haben das langsam mitgekriegt, dass man an der Wehlener Straße auch anders abbiegen kann. Und auch das sind übrigens große Kosten, die da mit in Verbindung stehen, wenn man die Ampelanlage anfasst. Das wird uns immer ausführlich erklärt, wie kompliziert das alles ist. Und insofern denke ich schon, dass man da auch drauf setzen kann, dass es sich schon rüttelt. Und ich glaube, wir haben ja jetzt fraktionsübergreifend gehört, alle haben festgestellt, eigentlich funktioniert es. Die Stadtverwaltung hat das simuliert, die Stadtverwaltung hat gesagt, es wird funktionieren, es hat funktioniert und jetzt gibt es immer noch Leute, die dann ein Fragezeichen dran machen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. So. Richtig, es war ein sehr großer Erfolg von übrigens meinem lieben Kollegen Stefan Kühn, nicht Böhms Kollegen. Man muss die Kritik immer vorbringen, aber wenn Lob notwendig ist, dann lobe ich auch gerne. Und wen ich nicht lobe, das ist der Kollege Lichti. So, tschüss.
So, meine Damen und Herren, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Ich habe Sie gesehen, Herr Böhm. Wir haben außer Ihnen jetzt keine weitere Wortmeldung. Doch, das wäre zu schön gewesen. Wir haben ja gar nichts weiter auf der Tagesordnung. Also, wollte Ihnen ja vorschlagen, dass Sie da das Schlusswort machen. Dann würde ich jetzt Herrn Wirz kurz dran nehmen, dann nochmal einen Satz von Herrn Kühn. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir direkt zum Schlusswort von Herrn Böhm kommen können. Herr Wirz. 1:1. Ja, nein, Herr Oberbürgermeister, ich will gar nichts zur Sache sagen, sondern nur anregen, eine punktweise Abstimmung. Das war schon beantragt gewesen. Herr Kühn. Ja, ich freue mich erstmal über das breite Interesse an meiner Arbeit. Und zur Sache, wir haben ein Vorher-Nachher-Monitoring an der Tolkewitzer Straße vor. Wir haben also bereits im Sommer 2022 vor der Umsetzung der Maßnahme im Umfeld Fahrzeiten, Verkehrsmengen, zum Beispiel Schleichverkehr und auch Rückstaulängen erhoben und planen im Sommer 2023 entsprechend die Nachheruntersuchung zu machen, und diese Ergebnisse werden wir dem Bauausschuss auch vorstellen. Genauso ist es so wie Punkt 3 CDU-Fraktion gefordert, dass wir natürlich vor Umsetzung der Maßnahme Radspur auf dem Blauen Wunder, wie gesagt 20 Jahre alter Stadtratsbeschluss und auch Gegenstand im Radverkehrskonzept, eine Verkehrssimulation machen, um tatsächlich die Auswirkungen auf den Verkehr entsprechend bewerten zu können. Es ist so, wie Herr Böhm gesagt hat, dass es Optimierungsmöglichkeiten der Ampelsteuerung gibt, aber die sind natürlich begrenzt. Die Minute hat weiterhin auch am Schillerplatz 60 Sekunden. Und insofern werden wir auch hier entsprechend eine Untersuchung machen, beziehungsweise die läuft schon, und die Ergebnisse können wir dann natürlich auch dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Und natürlich ist es am Ende eine Abwägungsentscheidung und eine Prüfung, die da vorausgegangen ist, welche verkehrlichen Auswirkungen das haben wird. So, Herr Böhm, zum Schlusswort. Ah, alter Mann ist kein Rennpferd. Also, ja, ist ja insgesamt ein relativ positives, etwas gemischtes Meinungsbild. Vielleicht auch noch ein paar Punkte. Radverkehr. Was nützt uns ein Radweg auf dem Blauen Wunder, wenn wir die Leute dann am Schillerplatz in eine unschöne Situation entlassen? Das ist für die Rechtsabbieger sicherlich relativ unproblematisch, für alle anderen noch weniger schön. Allerdings gehört es auch zur bitteren Wahrheit, dass wenn man, und das werden, denke ich mal, die Verkehrssimulationen zeigen, weil es ist ja nicht so, dass, ich hatte es vorhin erwähnt, wir haben das Thema ja schon mit Professor Köttnitz und den damaligen Verkehrsplanern ja bis zum Erbrechen diskutiert, weil wir wollten ja dort eine Lösung haben. Und es wurde immer wieder gesagt, nein, das funktioniert nicht, das Hemd ist zu kurz an der Stelle und es wird zu massiven Staus auf der Grundstraße kommen und es werden zig Busse dann im Stau stehen und. Also insoweit ist das der Problemkreis nicht die Brücke, sondern es ist der Knotenpunkt Schillerplatz. Und da bleibt es dabei, wenn man dort was lösen will, muss Verkehrsmenge runter. Sie können den ÖPNV nicht runternehmen, es ist keine Lösung. Sie können kurzfristig den MIV nicht runternehmen, das ist keine Lösung. Das Einzige, was Sie machen können, Sie können das Blaue Wunder für den Radverkehr sperren. Dann haben Sie den Radverkehr vom Knoten los. Nun müssen wir dann allerdings eine Alternative schaffen. Und wenn man ernsthaft was für den Radverkehr tun will, dann müssen wir alle zukünftig mal über eine Interimsbrücke, bis nämlich eine Straßenbrücke, eine neue gebaut ist, nachdenken, die wir dort irgendwo anbinden, stromaufwärts, um dann den Radverkehr nicht am Knotenpunkt Schillerplatz, sondern etwas davor einzubinden, und dann wird der Schillerplatz auch für alle funktionieren. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, und wenn man was für Radverkehr tun will, wirklich, dann ist das genau der Punkt. Auf der Brücke selber werden wir einfach dieses Problem nicht lösen. Und am Knotenplatz, Schillerplatz auch nicht. Aber wir werden es ja sehen, was passiert. Und ja, soweit. Danke. So, dann schreiten wir gen Abstimmung. Da haben wir zwei
Änderungsanträge oder Ergänzungsanträge und dann die Bitte nach punktweiser Abstimmung. Insofern zunächst erstmal die Ergänzungsanträge. Beginnen wir in der Chronologie mit der Vorlage oder des Antrages. Und da haben wir eine Ergänzung von der AfD in Punkt 1. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »33 Ja-Stimmen, 29 Nein, eine Enthaltung« hat damit eine Mehrheit gefunden. Und dann haben wir die Ergänzung eines Punktes 3. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »48 Ja, 3 Nein, 12 Enthaltung«. Damit auch angenommen. Und jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung punktweise. Und da haben wir den federführenden Ausschussbericht Punkt 1 ergänzt, wie wir es gerade beschlossen haben. Und wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »34 Ja, 29 Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. Wir kommen zum unveränderten Punkt 2 des federführenden Ausschussberichtes. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.« »23 Ja, 38 Nein, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Und jetzt der ergänzte Punkt 3, wer dem folgen möchte, bin ich jetzt am Stimmzeichen. »48 Ja, 15 Nein, keine Enthaltung. Damit wird er auch beschlossen.« Also, und soweit ist final am Ende Punkt 1 mit Ergänzung und Punkt 3 sind beschlossen. So, damit haben wir den Punkt 26.19 geschafft.